Hi und herzlich willkommen hier zum ersten Video im neuen Studio. Gut, es gab schon Videos hier drin, aber zum ersten Video hier vom Setup. Ihr wisst nicht, wie kompliziert das war, jetzt hier alles aufzubauen, damit ich aufnehmen kann. Die Kamera steht so beschissen gerade, schräg gekippt auf einem Zollstock, damit ich auch in mein Gesicht filme. Und ich merke gerade, ich habe meinen Stift gar nicht hier. Fuck, okay. Ersatz. Wir wollen ja nicht, dass auf diesem Kanal das komplette Chaos ausbricht. Ich wollte im heutigen Video aber mal endlich wieder auf ein paar Kommentare von euch eingehen. Habe ich ja durch den Umzug und so lange nicht gemacht. Deshalb machen wir das doch. Wenn du erstmal im neuen Studio aufnimmst, werden die Leute sowieso wieder meckern. 729 Likes. Ja, da sind wir. Abgesehen davon, dass hier 95 Grad drin sind, ziemlich geil. Gut, im Hintergrund ist es noch ein bisschen leer, da kommt aber auf jeden Fall noch einiges hin. Aber ich kann das hier machen. Hallo! Das ist doch ein bisschen mehr Platz als in meiner anderen Ecke damals. Ach, damals, früher, ja, ich weiß noch ganz genau. Super, super tolles Video, Herz-Emoji. Ich liebe dich und deinen Kanal. Hashtag, wir lieben dich. Bitte abonniert meinen Kanal. Ich abonniere jeden dafür zurück. Ich liebe jeden Abonnenten. Bitte bewertet mein letztes Video und kommentieren nicht vergessen. Ich würde mich so freuen und wäre euch so dankbar. Was? Irgendwie hat sich der Inhalt relativ schnell geändert. Komisch, dass so ein Kommentar auch im Spam-Ordner gelandet ist. Lob und dann Werbung. Eine wunderschöne Kombination. Ich kenne keinen YouTuber, der das nicht mag in seinen Videos. Die lieben das sogar. Manchmal sitzen wir zusammen in einer Runde und sagen, boah, geil. Hübsch. Danke. Alter, ich als 13 Jahre alter Kiffer auf YouTube Gras, deswegen schaut euch meine letzten 4 Videos an. Da fange ich es mitten im Video an zu drehen und rauchen. PS, wer 200 Abos haben will, soll sich mein Lifehack dazu anachauen. Potenziell unangemessen. Komisch. Komisch. Ich hatte übrigens Interesse halber mal nachgeguckt. Ich meine, wenn in den Kommentaren Versprechungen gemacht werden, dann müssen die auch irgendwie eingehalten werden. Ja. Wurden nicht. Enttäuschend. Man denkt, man findet Gold, aber man findet nur Scheiße. Wobei, irgendwann hat man eigentlich aufgehört, nach Gold zu hoffen. Aber hey, wenn man nach so einem Kommentar einige Videos erwartet und dann auf den Kanal geht und sieht, hey, Minecraft-Videos. Ohne Facecam. Und ohne Stimme. Man sitzt davor und denkt sich, what the fuck? Und dann googelt man auf keinen Fall nach dem Lifehack für 200 Abonnenten. Pff. Hey, wer will's mir mal so richtig besorgen? Schreib mich auf WhatsApp an und bekomme auch ein geiles Bild. 043676. Gut, kann ja auch keiner wissen, dass es fake ist. Die Reaktion dazu hattet ihr übrigens schon in einem meiner letzten Videos. Was? Hä? Moment, ich sehe gerade. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen von einer anonymen Nummer. Jo. Okay, ich lese sie kurz vor, ne? Gruselig. Schicke diese Nachricht an 326 Kontakte oder du wirst dein Leben lang vom Teufel verfolgt und ich komme um 3 Uhr mittags und schlitze dich auf, du Bratwurst. Fuck, Mann! Aber hey, geile Bilder von Momo. Was bekommt man dann? Geile Horrorbilder? So fängt's an. Ich hätte dann auch keinen Bock, wenn mich alle anschreiben, Bilder zurückzuschicken. Der nächste Kommentar kann gar nicht vorgelesen werden, weil es eigentlich gar kein Text ist. Alle Emojis. Jemand hat alle Emojis in meine Kommentare geschrieben. Cool. Vor allen Dingen auch cool, dass alle 13 Zug-Emojis dabei sind. Ja, ich sage es gerne immer wieder. Es gibt 13 Zug-Emojis. Und scheinbar auch relativ viel anderen Schrott. Was auch immer diese ganzen chinesischen Zeichen bedeuten. Aber ich bin ja echt froh, dass es jetzt endlich einen Emoji gibt, der meine Gefühle für YouTube in einer einzigen Grafik darstellen lässt. Das war kein grammatikalisch korrekter Satz. Egal, ihr wisst, was ich meine. Nämlich der Kotz-Emoji. Zum Beispiel, wenn man wieder von gerichtlichen Verhandlungen mancher YouTuber liest, die plötzlich wieder krank waren. Vielleicht mussten sie auch kotzen. Merkwürdig, dass solche Leute dann nicht vor Gericht erscheinen. Ich glaube, das würde aber auch nicht viel Positives dazu beitragen. Der Anfang ist echt der Hammer. Ich möchte sterben. Erst dachte ich, die Person möchte sterben, weil der Anfang einfach so geil war und man überhaupt nicht mehr darauf klarkam. Bis ich mir dann das Video nochmal angesehen habe und gemerkt habe, der Anfang. Echt der Hammer. Schäde wegen, ja. Ich sollte aufhören, Witze zu erklären. Macht's nicht besser. Aber bei solch schlechten Wortspielen kann ich wieder nur sagen, der Spam-Ordner erfüllt seine Funktion. Sowas wird konsequent weggespammt. Auf dem Level Wortspiele möchte eigentlich keinen YouTuber in seinen Kommentaren haben. Außer vielleicht unsympathisch TV.
Mein Name ist Darth... Wow, hab ich eine schlechte Imitation. Gut, lassen wir das. Hallo, mein Name ist Darth Vader und das ist mein Lieblingsvideo auf ganz YouTube. Danke, Darth Vader. Das sollte ich einfach jetzt vor jedes meiner Videos schneiden. Darth Vader hat gesagt, meine Videos sind seine Lieblingsvideos. Also, das eine auf jeden Fall. Gut, ich weiß nicht mehr welches. Moment, doch, ich weiß tatsächlich noch welches. Aber ich verrat's jetzt nicht. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren selber raten. Was glaubt ihr, welches Video meinte er damit? Spoiler an der Stelle, es ist ein Video von mir. Wobei das echt bescheuert käme, wenn ich einfach Kommentare bei anderen YouTubern klauen würde. Hey, geiles Video! Gronk. Wobei, eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Wenn ihr diese Idee auch super mega gut findet und auch auf jeden Fall mal als Videoform sehen wollt, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir das Zimmer hier an der Stelle irgendwann mal ein bisschen schöner gestalten werden. Weil jetzt, also da sind Kartons und ist noch nicht so viel Geiles drin. Zumindest auf der Seite. Da steht halt noch nichts. Wir arbeiten auf jeden Fall dran. Falls ihr also kein Video mehr verpassen wollt und auch kein Video, in dem wir dieses Studio weiter ausbauen, abonniert doch diesen Kanal kostenlos hier an der Stelle oder unter dem Video. Hier gibt es ein weiteres Video für euch, das könnt ihr euch gerne angucken. Hier gibt es den Link zu meinem Merch-Shop. Das war's von mir. So, und ich gehe jetzt mich ins Eisfach legen, weil wir 25.000 Grad haben. Macht's gut. Tschüss.